Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit der Tina und dem Marc Acker Handwerker auf der mittleren Map unterwegs und wir hatten eine sehr, sehr spannende und actionreiche Runde. Das Problem ist leider, die Runde ist bei Nacht entstanden, deswegen werde ich das so ein kleines bisschen aufhellen, da ich mag die Nachtrunden ja nicht. Aber die Runde, die war so krass und mehr möchte ich nicht verraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar für den Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß! Kleines Mäuschen. Also Bliert heißt doch irgendwas wie Scheiße, weil unsere Russen haben immer Bliert gesagt, wenn sie wieder eine 5 geschrieben hatten. Hurra heißt es doch, Zucker Bliert, hat die gerade gesagt bei Google. Also ist nicht mein Wortlaut, das hat Google gerade erzählt. Ja, Bliert heißt sowas wie Scheiße und so. Hörst du doch immer, wenn die schimpfen. Bliert, Bliert, Bliert. Hört sich an, als wenn du ein Klumpen rausgebrochen hättest gerade. Ja. Tina, müssen wir noch dran arbeiten. Das muss männlicher klingen. Blärt. Ja. Der war gut. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Wieso ist denn schon wieder Nacht? Zucker heißt sowas wie Schlampeluder. Hure. Ja. Ich hab's schon wieder gesagt. Leert heißt eigentlich Scheiße oder verdammt. Oh, Ja, sagte ich doch gerade. Ja, ich vergaß. Leni ist. Was heißt denn Leni? Finde doch mal raus, was Idi nach Hui bedeutet. Ich sag das so oft nämlich, weil ich das bei Counter-Strike immer aufgeschnackt habe. Immer, wenn ich random gespielt habe bei Counter-Strike, dann hatte ich, unten ist ein Eingreiftrupp, dann hatte ich immer russische Mates und die haben immer sogar Blärt Idi nach Hui gesagt. Und irgendwann habe ich das auch immer gesagt, wenn ich die dabei hatte. Wahrscheinlich haben sie mich ganz böse beleidigt. Ja. Ja. Anne hat's schon gesagt? Oh, sorry. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, Leni hat's geschrieben. Ich möchte es nicht vorlesen. Ich werde es nie wieder sagen und werde mir nachher den Mund mit Seife auswaschen. So schlimm? Nicht schön. Na, okay. Säckchen? Könnt ihr jetzt da dran vorbeischleichen? Das meine ich doch. So ist recht. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ich hab's gesehen. Lassen? Alles für die Katz. Ja, die liegt gerade auf meinem Schoß, die Maya. Katzenkotzknäuel. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht erschrecke im Spiel, denn ich werf dann immer die Beine hoch und die sitzt auf meinem Schoß. Maya wird blatt, wenn ich mich erschrecke. Hab's den beiden in den Chat geschrieben. Hab ich schon dreimal geschrieben. Ah. Piep dich oder piep dein... Na, psch. Hä? Ich hab doch... Ja, piep, ich hab doch gepiept! Piep dein Piephahn! Hier ist ja gar kein Boss. Ja, das hätte ich dir aber auch sagen können. Das ist garantiert Windy. Vorne am Zug, vorne am Zug. Das ist schön mit dem Bug-Hype. Ja, das ist wirklich schön. Warum schießt du auf sie? Weil ich kann. Oh, Aden. Aden. Säckchen. Was kann man denn den Russen Schönes sagen, wenn wir die wieder entdecken? Nein. Hast du einen Schlagring, Tina? Nee. Oh, dann komm ich. Ich komme. Nee, jetzt ist es zu spät. Tupskreis. Naja, bis du da bist. Ey. Hat er sich schon selbst geschubst? Ja. Die machen den schon, oder?
Ja. Boah, soll ich... Ich hab einen Vierzack dabei, soll ich reinrennen? Ja, mach mal bitte. Oh, geil. Tür ist zu, Tina. Oh, no. Tür ist auf, Tina. Hab ein. Nice. Ah, ich auch. Nein, nein, nein. Tot. War's das? Ja, ne? Ja, ich bin tot. Ich krieg hier überhaupt nichts mehr mit. Käsekuchen, was ein geiler Name. Ach so. Danke für dein Follow. Mehr töten. Tina, ich habe einen mit dem magischen Vierzack ermordet. Sehr gut. Neues Team, neues Team. Oh, mein magischer Vierzack ist leider weg. Neues Team. Ja! Ja! Hier unten? Hat Hit? Hat sich geheilt? Oh, draußen? Ja. Oh. Hallo. Spreng ich mich noch fast selbst in die Luft. Hast du Info? Draußen. Nö. Im Wasser irgendwo. Einer ist tot hier vorne vor der Tür. Och, hier. Mann! Joghurt! Frag ihn mal, ob er rechts oder links drehende Kulturen hat. Bist du rechts oder links drehende Joghurt? Danke. Ich würde da ja mal eine... Wo ist er denn? Draußen? Ja, ja. Jojo, dort. Ja, 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 dort. Was denn du für eine Pistole? Keine gute. Hier liegt ein Apacazzo. Feuer! Nate. Wir haben meine Stacheldrahtbombe entfernt. Mann, hast du aber Glück gehabt. Wir haben getradet. Ich hab den rechts drehenden Joghurt erschossen. Ist hier noch irgendwas jetzt? Ich weiß. Ja, auf der anderen Seite müsste noch was sein, Tina. Oh nein, ich hab einen großen Balken verloren. Oh Mann, die Runde geht komplett an mir vorbei hier. Steps oben drauf irgendwo. Auf dem Dach? Ja? Hat Hit? Drin, draußen? Oben, oben, oben. Auf dem Dach. Komplett oben. Oh nein. Ich schmeiß eine Nähte nach da. Ach, das hab ich grad schon. Hat funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Wo ist er denn? Oh Mann, der geht mir ja auch gewaltig auf die Nerven. Oh nein. Bist du auf dem Dach, ja, ne? Ja, den auf dem Dach habe ich, Alter. Sorry für meine komischen Gesichtsgrimassen gerade. Aber ich war im Stress. Ich heb mal die Bounty auf. Schuss! Hier drin! Nee. Doch, hat Hit! Getradet! Sorry für meine komischen Gesichtsgrimassen gerade. Meine sieht man zum Glück nicht. Oh Mann, ich hab nur noch einen Balken. Willkommen im Club.
Da ist was! Nice, Mark! Schön. Das war's. Ja, das war's. Alter Schwede, das war aber jetzt auch stressig, du. Mann, was lass durcheinander. Lass mir vielleicht auch noch mal einen über. Nächste Runde machst du alle, Tina. Okay. Mann, ist das eine Scheißrunde. Mark, kannst für du mich. Deine Kills wieder speichern? Lootet mal alle, ich hab Geier. Der wollte mich da messern oben auf dem Dach, der Schlingel. Ich hab dich. Wie komme ich denn hier runter? So. Hä? Was war das jetzt? Na? Kein Bock mehr? Oh. Was ist die denn? Das waren meine eigenen Half-Pin-Nippels. Achso. Wo müssen wir denn hin? Blank? Ja, nee. Was machst du nur da? Halt die Schnauze, bitte. Oh. Ich dachte, pass auf, ich bin von oben auf die mittlere Etage gesprungen und dann bin ich auf den Zaun gehüpft und ich dachte, der Zaun bremst mich. Und auf einmal war ich tot. Tja. Das war ja mal geschmeidig. Das war alles andere als geschmeidig. Das war scheiße. Ja, ich fand die Runde jetzt auch nicht. Mark! Jetzt hat die Katze kein Trommelfell mehr. Mann. Achso, ich soll die Arcade speichern, ne? Ja. Es war, glaube ich, eine sehr schnelle Runde. Ja, das war eine sehr actionreiche Runde und ich habe tatsächlich eine erstochen mit meinem magischen Vierzack. Ich bin so happy gewesen. Es tut mir leid am Anfang für das böse Wort für Prostituierte in vier Buchstaben, weil Google hat mir das so rausgegeben. Wir hatten nämlich davor die Runde ein paar Russen und die haben uns beleidigt und dann habe ich was gesagt, was ihr hier in der Runde gehört habt. Das habe ich so aufgeschnappt aus Counter-Strike, habe ich ja erzählt. Und dann wollten wir wissen, was das überhaupt heißt. Und dann haben wir Google gefragt und er hat dann Prostituierte in vier Buchstaben gesagt. Und dann musste ich so lachen. Und darum habe ich das drin gelassen auch, weil das sonst aus dem Kontext gegriffen wäre. Damit ihr Bescheid wisst, was wir da für ein Mist reden. Ja, also ist halt live im Stream entstanden, habt ihr ja mitbekommen. Die ganzen Leute haben ja reingeschrieben. Und ja, so kam das. Dann, ja, sensationeller Kill mit meinem magischen Vierzack. Mark hat oben den weggeholt mit seiner Kettenpistole, mit der er echt gut ist. Wahnsinn, ey. Ich komme mit Fächern überhaupt nicht klar und der bombt da alles weg. Sensationell. Ja, für Tina war es nicht so eine gute Runde, aber dafür hatte sie danach eine Runde, da hat sie alles weggehobelt. Weggehobelt? Weggekloppt, also beziehungsweise erschossen. Sie hatte gar kein Aushobeln dabei. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich kann mich an die Kills in Einzelnen alle gar nicht mehr so 100% erinnern. Es waren so viele, es war so viel Durcheinander, dass ich zweimal getradet habe, super ärgerlich, dass Mark den mit seinem kompletten Gesichtsmuskeleinsatz da oben vom Dach geholt hat. Ich musste so lachen, als ich es gesehen habe. Sensationell gemacht, wirklich sensationell. Ja, war eine actionreiche Runde. War jetzt auch nicht die längste Runde. Ich habe jetzt nur 12 Minuten hier stehen, aber ich dachte, die muss man doch zeigen. Die war doch sehr unterhaltsam. Ja, alles in allem. Ach, mein Dachsturz. Um Gottes Willen, mein Dachsturz war ja furchtbar. Ich dachte tatsächlich, dass der Zaun mich aufhält. Sollte eigentlich auch so sein. Ich bin ja auch drauf gelandet, aber hat er nicht gemacht, komischerweise. War ein bisschen blöd und bin ich halt nochmal gestorben. Und dass Mark dann das rote Fass angeschossen hat, war mega blöd. Da habe ich auch geschrien, weil ich dachte, ich sterbe, ja. Und das Doofe ist, kurz vorher hat sich die Katze direkt vor mich gelegt, vor die Tastatur. Und dann habe ich so laut Mark geschrien und dann hat sie sich so erschrocken, die arme Katze. Es tut mir so leid, das arme Ding, die arme Maya. Aber sie hat es mir nicht übel genommen. Sie kam danach wieder an und hat sich wieder hingelegt.
Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Denkt an meinen Teamspeak, genauso wie Game.de. Was rede ich denn hier? Es ist wieder Zeit für Outtakes, glaube ich, aber ich lasse das jetzt drin. Denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Freue mich auch immer, euch da drin zu sehen. Bin da auch immer drin zum Aufnehmen. Game.de könnt ihr auch gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root Server, Web Server, Game Server etc. Game Server habe ich zweimal gesagt, glaube ich. Etc. sucht. Seid da eine super Adresse. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen früh pünktlich um 9:30 Uhr zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.